So schnell kann es gehen. Gerade ist man noch ein eiskalter Massenmörder und militärischer Kommandant, dann ein vogelfreier Gejagter. Es ist ein Absturz im wahrsten Sinne des Wortes, denn man wird im eigenen Raumgleiter abgeschossen. Was da aus den Trümmern kriecht, ist jedenfalls kein Namenloser à la Gothic, sondern Jax, die berüchtigte Bestie von Xarkor, die im Krieg mit ihren Befehlen tausende Menschen getötet hat. Hört sich nach einem Monster an, aber der kahle Protagonist ist so holzschnittartig nach bekannten Mustern designt, dass er auch gut in Mass Effect anheuern könnte. Man gehört zum skrupellosen Volk der Alps, das die anderen freien Völker vernichten will. Und diese Eroberer schlucken schon als Babys dermaßen viel kristallblaues Elex, dass sie jegliche Emotion verlieren und zu weißgesichtigen Killermaschinen mutieren. Aber weil die mächtige Ausrüstung gestohlen und die übernatürlichen Fähigkeiten aufgrund des Entzugs geschrumpft sind, den das Spiel selbst leider überhaupt nicht darstellt, ist man in großer Gefahr. Schon nach wenigen Metern in der gefährlichen Wildnis kann man zur Beute von Schakalen, Raptoren oder schlimmeren Monstern werden. Zunächst geht es also darum, überhaupt zu überleben, indem man sich besser bewaffnet. Die Hauptquest sieht vor, dass man sich zu diesem Zweck einem der drei freien Völker anschließt. Berserker, Outlaws, Kleriker. Nur so könne man letztlich das eigentliche Ziel erreichen, Rache. Das Motivierende an diesem Abenteuer ist die offene Perspektive sowie die klaren Unterschiede zwischen den Völkern. Man kann sich frei entscheiden, ob man eher wie die technikfeindlichen Berserker mit ihren mittelalterlichen Rüstungen, Schwertern und der Magie, wie die streng religiösen Kleriker mit ihren Hightech-Waffen und Psi-Kräften oder wie die anarchistischen Outlaws mit ihren Kettensäbeln, Wummen und Granaten zu Werke gehen will. Zwar gibt es auch viele allgemeine Fähigkeiten in der Charakterentwicklung, sodass man gezielt den Nahkampf, den Fernkampf oder das Überleben verbessern kann, aber sobald man bei einer Fraktion aufgenommen wird, schaltet man auch exklusive Fähigkeiten wie etwa die Magie oder Psi-Kräfte frei und kann in der Hierarchie auch in Rängen aufsteigen, indem man exklusive Missionen meistert. Das ist ein angenehm offenes Prinzip, das unterschiedliche Spielweisen ermöglicht. Allerdings kollidieren hier natürlich Fantasy, Science Fiction und Endzeit. Das Fremde, das sich im teils plumpen Art-Design und Begrifflichkeiten immer wieder beißt, hat aber auch seine Vorteile. Es ist weniger schnell durchschaut als etwa ein Risen mit seiner klassischen Fantasy. Und gerade aufgrund der Ecken und Kanten hält die Neugier auf diese unbekannte Welt länger vor. Das Kampfsystem ist die größte Schwäche dieses Rollenspiels. Es ist kein Desaster, man kann sich daran gewöhnen, aber es fühlt sich an wie hölzernes Geknüppel. Für jede Aktion verbraucht man Ausdauer, kann leichte und schwere Hiebe ausführen, blocken und wegrollen. Trifft man den Feind oft genug, lädt sich eine Anzeige bis hin zu einer möglichen Zusatzattacke auf, die dann auf Knopfdruck ausgelöst wird. Aber es entsteht praktisch kein actionreicher Flow, von eleganten Riposten oder ansehnlichen Animationen ganz zu schweigen. In den ersten 10 bis 15 Stunden sind die meisten Feinde allerdings so stark, dass man nicht einfach alles weghauen kann, sondern selbst nach ein, zwei Schlägen das Zeitliche segnet. So entsteht zumindest ein stückweises Abtasten sowie Zuschlagen und kein billiges Hack and Slay. Während des Kampfes kann man noch Magie, wie etwa Machtstöße einsetzen, was zwar nach Star Wars klingt, aber schrecklich fade inszeniert wird. Nicht nur der Nahkampf ist sperrig, auch aus der Distanz wird man ernüchtert. Spätestens wenn man auf Dächer steigt und im Team kämpft, nervt die mangelhafte Gefährten-KI. Es ist komplett frustrierend, wenn sie dauernd wie blöde auf Felsen oder Dachkanten ballern, anstatt den klar sichtbaren Feind ins Visier zu nehmen. Viele Rollenspiele würden an dieser Schwäche zerbrechen, aber Elex hat neben der offenen Charakterentwicklung noch zwei andere Stärken: das Environmental Storytelling und die Questqualität. Während man die Welt erkundet, entdeckt man immer wieder kleine Geschichten wie Spuren von Verbrechen oder gemütliche Rückzugsorte von Verbanden, verwitterte Ruinen oder andere Überreste der alten Zivilisation, die ihn neugierig machen. Deshalb erzeugt es in seinen besten Momenten eine Sogwirkung à la Fallout. Man kann sich in der Spielwelt verlieren, die mit ihrer markanten Topografie immer wieder zur Erkundung animiert. Und vor allem die vertikalen Erkundungsreize werden durch das Jetpack nochmal verstärkt. Die Zeit verfliegt auch angesichts der interessanten Aufgaben.
Die Quests sind clever verzahnt und zeigen häufig Nebenwirkungen. Zwar geht es meist um klassisches Holen und Bringen, aber das wird erzählerisch gut umrahmt und lebendig in angenehm natürlichen Dialogen inszeniert. Wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Und vor allem gibt es spürbare Konsequenzen, auch im Alltag. Wer einfach so in Häuser stürzt, wird aufgefordert, diese zu verlassen. Wer schleicht, macht die Leute misstrauisch. Und wer seine Waffe zieht, muss mit einem Kampf rechnen. Hinzu kommen die Konsequenzen innerhalb der Quests. Wie ein Bumerang wird man manchmal von den eigenen Taten eingeholt und getroffen. Sehr oft werden einem einfache, aber trügerische Lösungen präsentiert, die sich später rächen. Zudem gibt es eine übergeordnete Moral in Form der Kälte, die die eigene Menschlichkeit symbolisiert. Wer egoistisch spricht und handelt, wird ein Alp bleiben und als solcher ebenfalls weniger Optionen in den Dialogen haben. Allerdings muss man sagen, dass man hier zu selten wirkliche Konsequenzen spürt und dass das System der Kälte nicht transparent genug dargestellt wird. Gelungen sind zudem die Mord- und Schmuggelfälle mit der Indiziensuche und Täterbefragung, die teilweise überraschende Wendungen mit sich bringen, an deren Ende man als Richter auch mit seiner Moral kämpfen muss. Schön ist auch, dass die Fraktionen nicht auf eine Ideologie beschränkt sind, sondern innerhalb ihrer Weltanschauung unterschiedliche Strömungen zeigen. Meist geht es um so etwas wie Realos und Fundis und damit auch angenehme moralische Graustufen abseits von Gut und Böse. Zwar enttäuschen vor allem die Siedlungen der Outlaws und Kleriker, weil sie wie ausgestorben wirken, aber dafür geht es in der Kuppelstadt Abessa etwas bunter zu, zumal dort alle Fraktionen ansässig sind. Dort kann man übrigens aktiv die Flüchtlingsfrage klären. Schmeißt man die verhassten Alps raus und bedient damit die Verleumdungen der Rassisten? Immer wieder gibt es punktuelle Highlights innerhalb des Konfliktes rund um die blaue Droge Elex, den man aktiv beeinflussen kann. Aber dann gibt es auch immer wieder sehr zähe Phasen. Auch in den Quests bemerkt man einige Inkonsequenzen und man fühlt sich im letzten Drittel etwas zu oft wie ein Laufbursche. Die Story kämpft von Beginn an aufgrund einiger Widersprüche mit ihrer Glaubwürdigkeit, kann aber über die 50 bis 70 Stunden Spielzeit vieles erklären. Nahezu jedes Element des Spieldesigns zeigt neben guten Fundamenten immer wieder gefährliche Risse, sodass man sich während des Abenteuers wie auf einer verwitterten, morschen Brücke vorkommt, die gleich einzustürzen droht. Auch die technischen Probleme auf den Konsolen tragen dazu bei. Trotzdem will man diese Brücke überqueren, trotzdem will man das andere Ufer sehen und ins Finale kommen, weil man auf dem Weg so viel mit entschieden hat und angesichts der politischen Auswirkungen stets neugierig bleibt. Das ist das größte Kompliment, das ich diesem spröden, aber ideenreichen und im Vergleich zum biederen Risen deutlich kreativeren Epos machen kann.